Der Moment ist ja eh nie der richtige. Wer mich kennt, weiss, dass ich so ein grosser Fan bin von der Franziska Me, die ein Model ist von Berlin. Und ich habe in irgendeinem Vlog einmal gesagt, ich werde sie irgendwann fotografieren. Ich habe diesen Vlog jetzt aber nicht mehr gefunden. Ich weiss nicht mehr, wann ich es gesagt habe. Aber egal. Ich fliege heute auf Berlin. Ich treffe sie am Sonntag. Ich werde sie fotografieren. Die Idee ist, dass wir so ein coole Analog-Fotos machen. Also ich kann dann eigentlich nicht einmal so genau zeigen, was ich dann mache. Es geht noch ein Zeitchen. Aber ich freue mich drauf. Wird cool. Weil sie hört Ende Jahr, glaube ich, auf Modeln. Macht nur noch professionelle Sachen, vor allem im Werbebereich. Und dann ist sie nicht mehr zu haben für so Hobbyfotografen wie mich. Aber ist cool. Der Moment, wie immer, völlig unpassend, total schlecht. Wir haben extrem viel zu tun. Es ist Chaos. Und ich glaube, da komme ich so ein bisschen auf den Punkt, wo ich in den letzten Jahren wie gemerkt habe, dass das oft zutrifft. Der Moment ist nie der richtige. Wenn ihr irgendetwas plant, längere Ferien oder eben auf Berlin geht, um etwas fotografieren, ein paar Tage oder irgendetwas machen, der Moment, wo ihr dann geht, ist immer der falsche. Darum muss es einfach vorausplanen. Dann einfach gehen. Irgendwie funktioniert es dann schon. Wie jetzt. Es funktioniert dann schon irgendwie. Es kommt gut. Ich freue mich. Morgen von Berlin. Bis dann. Tschüss zusammen.